Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wer von euch erinnert sich noch an sein erstes oder ihr erstes selbstverdientes Geld? Ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt. Ja, die Hände gehen schon hoch. Ich weiß auch noch genau, wie sich das anfühlt. Das Gefühl, dass die eigene Leistung einen Unterschied macht, was man sich davon leisten könnte. Ich habe damals in einer Bäckerei gejobbt und mir davon irgendwann ein Mountainbike leisten können. Viele junge Menschen in Deutschland haben dieses Gefühl so bisher nicht haben können. Drei junge Menschen, Ferhat, Sarah und Alex, haben uns auf Social Media davon berichtet. Weil ihre Eltern auf Hartz IV angewiesen waren, dürften sie von ihrem Minijob nur einen Bruchteil behalten. Anders als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Liebe Freie Demokraten, manche halten das für eine kleine Frage. Ich glaube, das ist eine richtig große Frage. Denn wenn junge Menschen schon bei der fundamentalen Erfahrung des ersten selbstverdienten Geldes spüren, dass ihre Leistung sich weniger lohnt wegen der Familie, in die sie geboren wurden, dann ist das das Gegenteil von Chancen, unabhängig von der Herkunft. Und das macht was in den Köpfen. Das pflanzt nämlich Zweifel, ob es sich lohnt, sich anzustrengen, ob es sich lohnt, sich etwas aufzubauen, ob es sich lohnt, an den eigenen Träumen zu arbeiten. Das war fatal und eine krasse Ungerechtigkeit in unserem Sozialstaat, liebe Freie Demokraten. Und seit ich als Juli-Vorsitzender angefangen habe, Sozialpolitik zu machen, hat mich dieses Thema der Zuverdienstregeln umgetrieben. Wir haben gemeinsam daran gearbeitet. Und als ich vor 2 Jahren hier stand und mich das erste Mal als stellvertretender Bundesvorsitzender beworben habe, da habe ich auch darüber geredet. Heute spreche ich vielleicht das letzte Mal darüber. Denn diese krasse Ungerechtigkeit, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, weil wir Freie Demokraten dafür gesorgt haben, dass für 1,9 Millionen junge Menschen in diesem Land nur noch ihre Leistung zählt, nichts anderes. Und darauf bin ich stolz, liebe Freie Demokratinnen und Freie Demokraten. Und das ist doch eines der Beispiele dafür, warum wir das hier alles machen. Warum wir das nach meiner Überzeugung machen müssen. Weil wir nicht klagen und jammern wollen, sondern weil wir wirklich Dinge besser machen wollen. Weil wir nicht politisch mit den Ängsten der Menschen arbeiten wollen, sondern mit ihren Hoffnungen. Weil wir echte Lösungen anbieten wollen. Das ist unser Leitbild, liebe Freundinnen und Freunde. Und sprechen wir es offen aus. 2013 waren wir so gut wie tot. Heute, 10 Jahre später, sind wir das erste Mal wieder in Verantwortung. Und das ist richtig hart. Mit all den Zumutungen, die eben zur Verantwortung dazugehören. Das nervt mitunter jeden Tag. Alleine all der Quatsch, den wir im Deutschen Bundestag verhindern müssen. Ganz aktuell, ganz viele Details in der vorliegenden Fassung von Robert Habeck Heizgesetz. Ja, das gehört aber zur Verantwortung dazu. Glauben wir wirklich, dass das in den vergangenen Jahren als Freie Demokraten in den letzten Jahrzehnten Regierungsverantwortung gehabt haben? Bei Westbindung, bei Auf-Wiederbewaffnung, beim RAF-Terror, bei Kulturkämpfen übers Abtreibungsrecht, bei dem NATO-Doppelbeschluss, bei der Wiedervereinigung. Glauben wir, dass das einfach war, dass das kein Kampf war? Nee. Verantwortung ist immer schwierig. Und ich bin davon überzeugt, wir sind dann dabei erfolgreich, wenn wir darüber reden, wenn wir uns nicht über andere definieren, sondern wenn es darum geht, was wir wollen, nicht was andere tun oder wollen, sondern wofür wir stehen, liebe Freie Demokraten. Das müssen wir deutlich machen in der politischen Debatte, liebe Freundinnen und Freunde. Und machen wir es konkret. Ich bin stolz darauf, dass wir dieses Land gut durch den Winter gebracht haben. Ohne kalte Wohnungen, ohne industriellen Meltdown. Das war nämlich keine Selbstverständlichkeit. Aber das reicht nicht, weil Krisenreaktion reicht nicht.
Das ist genau der Politikmodus in der Zeit von Angela Merkel gewesen, dass Politik bei Krisenreaktionen stehen bleibt. Wir müssen einen Schritt darüber hinausgehen. Wir müssen nämlich Modernisierungsrückstände in diesem Land überwinden. Und da ist es doch gut, dass es eine Partei gibt ohne Tempolimit in diesem Land. Denn ich bin für mehr Tempo bei Schienen, für mehr Tempo bei Straßen, für mehr Tempo bei LNG-Terminals, für mehr Tempo bei erneuerbaren Energien, für mehr Tempo bei Stromnetzen, für mehr Tempo bei Speichern, für mehr Tempo bei CCS, für mehr Tempo bei Ladeinfrastruktur, für mehr Tempo bei E-Fuels und für mehr Tempo bei Freihandel, weil endlich Schluss sein muss mit der erstickenden Langsamkeit in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich bin auch dafür, dass wir nach jahrzehntelanger Blockade endlich ein Einwanderungsgesetz mit Punktesystem nach kanadischem Vorbild bekommen. Ich bin dafür, dass wir die Schuldenbremse wieder einhalten. Ich bin dafür, dass wir in die Aktienrente einsteigen und bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung vorankommen. Ganz egal, ob die IG Metall hier vor der Halle wieder anfängt, Ängste vor Aktien zu streuen. Dem müssen wir uns entgegenstellen. Und das sind die Modernisierungsprojekte, liebe Freie Demokratinnen und Freie Demokraten, für die wir alleine in den letzten Monaten und ganz aktuell bewegen. Das ist es, was Freie Demokraten ausmacht, liebe Freundinnen und Freunde, und darauf bin ich stolz. Als wir vor der Bundestagswahl das Konzept für die Aktienrente vorstellten, da rief mich ein Journalist an, der sagte, er hätte mit einem Rentenprofessor gesprochen und dieser Rentenprofessor hätte gesagt, ja, das sei ja ein gutes Konzept der FDP, das mache schon Sinn, aber eigentlich hätte man das schon in den 90er Jahren machen müssen. Herr Vogel, was sagen Sie zu dieser Kritik? Da habe ich gesagt, ja, in den 90er Jahren, da war ich in der Grundschule. Aber der Professor hatte natürlich einen Punkt. Natürlich wäre es besser gewesen, wir hätten schon in den 90er Jahren angefangen, unser Rentensystem zu stabilisieren. Natürlich wäre dann heute vieles leichter. Und deshalb will ich stellvertretender Bundesvorsitzender einer Partei sein, die die Lösung schon hat, bevor die Probleme zu drängend werden, die immer selbst schon weiterdenkt, die immer selbst neue Ideen entwickelt und die Lust hat auf die Debatten unserer Zeit. Das müssen wir ausstrahlen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ein ganz aktuelles Beispiel zum Abschluss. Wenn die Menschheitsaufgabe Klimaschutz so groß ist, wie sie ist, dann sollten wir dafür zum Beispiel auch das wirksamste Instrument nutzen, was wir haben, nämlich die Kräfte der Marktwirtschaft. Und dann sollten wir einen dichten Deckel für CO2, nämlich den Zertifikatehandel für Verkehr und Wärme, auch schon einführen, sobald wir können. Nämlich nicht erst 2027, ja richtig, Lukas, sondern schon jetzt. Das ist das Programm der FDP und das bringt den Klimaschutz besser voran als grüne Planwirtschaft, liebe Freundinnen und Freunde. Die Wahrheit ist doch, im neuen Parteiensystem können wir uns nur auf uns selbst verlassen. Nicht auf taktische Wechselwähler, nicht auf vermeintliche Lager, die es nicht mehr gibt. Die gute Nachricht aber, es gibt da draußen ganz viele Menschen, auf die wir uns verlassen können. Ganz viele Frauen und Männer, die mutig sind, optimistisch, die unser Lebensgefühl teilen und die Freiheit in Wirtschaft und Gesellschaft wollen. Und von denen können wir noch ganz viele, doch viel mehr für eine moderne liberale Partei begeistern. Denn denen können wahrlich weder Grüne noch SPD ein Programm und ein Angebot der Freiheit machen. Und um es ganz offen zu sagen, die neueste Steuerraufpartei, CDU, kann das auch nicht. Denn die hat nur einen Vorsitzenden aus der Vergangenheit zu bieten und noch kein Konzept für die Zukunft. Das ist doch die Wahrheit, liebe Freundinnen und Freunde. Die Wahrheit ist, Rot und Grün kann uns nicht schrecken. Schwarz niemals das Herz erwecken. Freiheit bleibt unser Ideal, denn wir sind freie Demokraten und wir haben die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes und ich würde sehr gerne für euch, für Sie als stellvertretender Bundesvorsitzender dabei weiter mitarbeiten. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank.